So, und weiter geht es. Wir haben gerade tatsächlich schon eine Fishing Rod bekommen. So, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Kleidung. Wir sortieren das hier mal nach Kategorie. So, wo ist denn Kleidung? Sag mir nicht, ich habe keine Kleidung gelernt. Doch, hier. Stoffhut. Das ist schon mal wichtig. Da können wir uns unseren Fedora wieder aufsetzen. So. Hilft schon mal ein ganz kleines bisschen. Wir brauchen noch mehr Fasern, beziehungsweise noch mehr Kleidung. Hier Handschuhe können wir noch gebrauchen. Hemd, Logo. Hose wäre mir ganz lieb. Warum ist denn das nicht zusammen? Ich habe doch gerade nach Typ sortiert, oder wie ist mir das ein? Ich dachte, ich hätte. Zumindest. So, Ledersachen, das werden wir jetzt erstmal nicht hinkriegen, fürchte ich. So, das Hemd da. So, bauen wir den ganzen Kram erstmal. Hier, der Hut hilft schon gegen die Sonne, seht ihr das? Uns ist nicht so furchtbar heiß. Ist doch prächtig. Ich will jetzt nur Kleidung und ein paar Pfeile. Und dann sind wir gerüstet. Für unsere Weiterreise. Eine Nahrung wäre noch nicht gut. Noch ganz gut auch. Und das wäre dann optimal der Zeitpunkt, um die Angelrute auszutesten. Das Problem damit ist, ich glaube, wir brauchen einen Köder und ich weiß nicht, ob wir Bären als Köder benutzen können. Möglicherweise brauchen wir stattdessen Fleisch. Und dann müssen wir zuerst händisch fischen mit dem Speer, bevor wir irgendwas an die Angel packen können. Aber das kriegen wir alles hin, denke ich. So, wann kann ich denn jetzt das nächste Teil bauen hier? Hemd haben wir gerade schon gebaut. Da, die Hose. Wunderbar. Jetzt noch die Handschuhe. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Schühchen dabei. Für die brauchen wir allerdings Leder. Aber es kann sein, dass die zwei Stück, die ich noch auf dem Schiff habe, schon genug sind. Ansonsten sind wir halt erstmal barfuß, was soll's. Oder brauchen die Handschuhe auch Leder, sag mal. Mann, unsere schönen Ledersachen, die vermisse ich ein bisschen schon. So, ziehen wir uns erstmal an, was wir haben. Hier ist das Stoffhemd. Du sollst nicht Breakdance machen, du sollst die Sachen anziehen. So. Füße, Hände und Nebenhand sind noch frei. Nebenhand, wir haben immer noch nicht das Schild ausprobiert. Boah, sind wir vollgepackt gerade. Ich weiß, was wir leveln können. Unser Gewicht. Also das, was wir tragen können. So, jetzt N-Gramm-Punkte. Wir haben mehr als 21, das heißt, wir können jetzt den Schmelzofen lernen. Hier. Genau. Super. Jetzt haben wir noch 6 Punkte über. Was haben wir denn hier noch? Metallspitzhacke. Oder Metallaxt. Metallpike kostet 10. Machen wir die Axt. Ich glaube, das ist die bessere Waffe auch. Kann nur in Werkbank hergestellt werden. Ja, ist doch okay, aber ich will es erlernen. Okay. So. Da können wir jetzt drauf hinarbeiten, den Schmelzofen zu bauen. Okay. Steine, das kriegen wir alles hin. Wir brauchen aber auch Tierhäute ohne Ende.
Das bedeutet, wir müssen noch jagen in Zukunft. In naher Zukunft. Was ist mit den Handschuhen? Ah, die brauchen Tierhäute. Ich hab's doch geahnt. Was können wir denn noch herstellen? Nach Kategorie. Stoffschuhe. Brauchen auch Tierhäute. Mann! Okay. Vielleicht angeln wir jetzt einfach erstmal. Wenn wir ein bisschen Kram abgelegt haben. Hier so. Ach guck mal, Saat haben wir auch schon wieder. Fasern ablegen. Stimbeeren behalten wir vielleicht besser. Nachobeeren. Können hier rein. Da können wir noch ein bisschen Narkosemittel produzieren. 3 Stück. Die Beeren tue ich jetzt auch einfach mal alle hier rein. Schadet ja nichts. So, Zündpulver. Ach ja, haben wir gefunden. Standfackel. Ich werde bekloppt. Ach so, hier schon voll. Das soll so nicht sein. Wir nehmen mal die Fasern wieder. So. Das ist dann erstmal okay. Wir können auch ein bisschen Pfeile bauen jetzt. Gar nicht mal so schlecht. So, jetzt sitzen wir. Können wir jetzt angeln? Tatsache. Ich meine, naja, wir sitzen und wir haben die Angel in der Hand, aber... Aber wie benutzen wir sie? Enter? Leertaste? E? Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Nahrung auf einem Slot. Ich hole mal hier die Azubären auf die 0. Ne, da ist der die, ne? Ja, wie wäre es, wenn du die als Köder für die Angel benutzt? Nein? Ja. Also, um das mal festzuhalten, wir haben eine Angel. Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, wie wir die benutzen. Vielleicht geht's nur mit Fisch. Ich hole mal Fisch als Köder. Beziehungsweise Fleisch. So, wir müssen automatisch gegriffen haben, jawohl. Boah, ist das Wasser kalt gerade. So, wenn wir den jetzt zerlegen. Boah, Fisch. Und gekackt haben wir auch. Das ist schön. Wir können ja alles verwerten in diesem Spiel. Da drüben. So, ich setze mich nochmal auf den Stuhl. Nochmal die Angel. So. Wenn ich einen rohen Fisch esse, schadet uns das. Aber ich versuche einfach mal, die 0 zu drücken, um den Fisch an die Angel zu hängen. Na toll. Scheiße da. Ich habe keine Ahnung, wie man angelt. Ich muss das zwischendurch, muss ich es auf dem Ark-Wiki lesen. Und das empfehle ich auch euch, die das guckt und wissen wollt, wie man angelt. Ja, Marie Schröder zum Beispiel, die hat mich ja gefragt. Es gibt ein Ark-Wiki. Das einzige Problem, was du vielleicht mit dem Ark-Wiki hast, ist, dass es
Soweit ich weiß, nur auf Englisch ist, aber ganz ehrlich, wenn es hier Leute gibt, die das Spiel übersetzen, freischaffend, von sich aus, dann gibt es auch Leute, die ein deutsches ArcWiki machen. Einfach mal suchen. Google funktioniert meistens. So. Unsere Wasserschläuche sind schon wieder leer. Einen haben wir verloren, als der Hai uns gefressen hat. Zwei haben wir noch. Boah, ich sehe die Hand vor Augen nicht. So. Können wir das Feld jetzt wieder bewässern? So, alle. Tun wir das Wasser da mal rein oder zumindest einen Wasserschlauch. So. Pfeile. Wo sind denn die? Hier. So, sehr gut. Ja gut, also Angeln haben wir ausprobiert, will allerdings nicht so richtig klappen. Wir haben noch 10 Minuten von der Folge. Die wollen wir benutzen. Mit dem Sonnenaufgang stechen wir in See und gucken mal, dass wir die Arche weiter erforschen. So. Wenn wir jetzt die Insel umschiffen, machen wir einen... Also wir bleiben ein bisschen vom Ufer weg, weil ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit der Ostküste gemacht. Ich sage es nochmal, da ist viel Sumpfgebiet. Und im Sumpf gibt es Krokodile und Skorpione und Schlangen und was weiß ich für Viecher. Also die schlimmsten sozusagen, die nervigsten. Die gefährlichsten, denen wir bislang begegnet sind. Also apropos gefährlich mit dem Update, mit dem letzten kamen ja auch Allosaurier dazu. So ein Mittelding aus Raptor und T-Rex sozusagen. Jagd in kleinen Gruppen. Das kann ja eiter werden, liebe Freunde. Aber ob wir denen überhaupt begegnen, ist halt die Frage. Wer weiß, was es da gibt im Norden? Wer weiß schon, was wir da vorfinden auf dem Inselchen? So, hier ist noch Bronto unterwegs. Das ist ein gutes Zeichen. Weil Brontos killen viele Fleischfresser, glaube ich. Die übernehmen sich oft und haben aber nicht viele Geschnitte gegen so ein Riesenvieh. Also, dass der grüne Obelisk anders aussieht als die anderen, habe ich mir eingebildet, ne? Ich habe den einfach von einer anderen Perspektive gesehen als die anderen, schätze ich. Einen Berg hat es da drüben. Und da hinten leuchtet wieder ein Licht. Aber ich werde ihm nicht folgen, weil hier das Sumpfgebiet ist. Ich habe nicht Lust, schon wieder zu sterben. Ach ja, das war schon schön blöd,
ins Wasser zu springen, um da die Kiste rauszuholen. Ich hätte einfach wissen müssen, dass wir von Megalodon gefressen werden. So ein bisschen habe ich es ja auch schon geahnt. Ich wollte ja schon zum Schiff zurückschwimmen. Aber ich hatte den Speer parat. Und als Megalodon dann gekommen ist, habe ich gedacht, okay, wir können den aber, wir sind den vielleicht über. Wir machen einfach so viel Damage, wir machen ihn einfach nieder. Das ging natürlich nicht auf. Der Plan. Ach ja. Wenn ich jetzt mal Map gucke. Tja, mal sehen. Der Berg ist auch schon interessant, ne? Was für eine Perspektive. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich war in der Region von der Insel wirklich eigentlich noch gar nicht. Also es ist tatsächlich eine richtige Entdeckungsreise, die wir hier machen. Ich sollte den Fisch vielleicht mal braten, ne? Wir müssen den bald auch fressen. Aber erstmal will ich den Sumpf möglichst weit hinter mir lassen. Eieieiei. Da sind auch Dinos auf dem Berg, ne? Das sieht man schon. Ich frage mich, was für welche. Puh, Entschuldigung. Da war ich gerade ein bisschen still. Ich penne hier gerade weg nebenbei. Aber ich halte weiter tapfer die W-Taste gedrückt, damit wir vorankommen. Ist er nach vorne wieder im Wasser? Bist du friedlich? Sieht so aus, ja. Sehr gut. Ich traue den Vögeln auch schon nicht mehr. Seit dieser Killer-Sittich uns angegriffen hat. Und uns beinahe das Boot zerlegt hätte. Wir legen aber gut Distanz zurück, ne? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man viele Berge an der Küste stehen sehen. Holla hi, holla ho, holla hier, 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 hier ho. So gut kenne ich den Text nicht. Boah, aber ich bin echt am Gähnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen habe ich hier aufgenommen. Doch noch keine 7. Das ist doch noch keine volle Woche, Freunde. Normalerweise nehme ich immer eine volle Woche auf. Aber da ich, wie gesagt, mit dem Gedanken spiele, auf No Man's Sky umzusteigen, weiß ich auch nicht, wie viel ich aufnehmen soll oder muss. Na, also ich rekapituliere das nochmal kurz. No Man's Sky kommt in 2 Tagen als Steam-Download raus. Auf meinem Computer kann ich es dann spielen. Vielleicht kann ich es dann vielleicht spielen. Ich weiß nicht, ob ich die Mindestanforderungen wirklich erfülle. Wir probieren es aus und möglicherweise wechseln wir dann das Spiel.
weil mehr als zwei Spiele am Tag hochladen kriege ich nicht hin. Eine Alternative, die wir machen können, dass ich No Man's Sky spiele und Ark auch weiterspiele. Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic sowieso, das käme täglich. Star Wars kommt auf jeden Fall immer täglich. Das kann ich euch versprechen. Und wenn ich aber No Man's Sky und Ark gleichzeitig spiele, dann wird Ark nicht mehr täglich erscheinen. Ark kommt dann vielleicht 2-3 Mal die Woche. Ne? Also das ist dann, die Woche hat 7 Tage, 3 Mal wäre dann sozusagen jeder zweite Tag. Am Wochenende mache ich es vielleicht dann nicht. Sondern Montag, Mittwoch, Freitag wäre eine Idee. Dann 3 Folgen pro Woche. Das ist dann eher machbar als nochmal 7. Ja. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. So, wie viel habe ich denn schon wieder aufgenommen? Wie lange, sag mal? Ich gucke mal gerade. Ach, das sind zufällig gerade 20 Minuten. Ja, das ist ja gut. Da vorne, also wir haben den Sumpf, glaube ich, erfolgreich umschifft. Hier ist ein Berg an der Küste. Und ich habe völlig neue Perspektiven. Und da vorne ist die Insel, die ich erkunden wollte mit euch, glaube ich. Die Insel im Nordosten der Insel. Ich gucke mal gerade auf die Map. Ja, wahrscheinlich ist sie das schon. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an, ja? Bis dahin, euer Ben Stormrider. Tschüss.